So, hey zusammen, hier ist wieder der Wiesent und heute gibt es mal ein wenig ein anderes Video. Nämlich wollte ich heute mal so ein Fragen- und Antworten-Video machen, weil der Wiesent-Kanal vor kurzem 3000 Abonnenten erreicht hat. Jetzt sind schon 3100. Das ist einfach unglaublich, Leute. Danke an euch alle. An 3000 Leute, das ist richtig heftig. Und da eben so viele neue Leute in letzter Zeit dazugekommen sind, dachte ich mir, ich muss mich mal auch ein bisschen so vorstellen, so damit ihr mich mal kennenlernt. Und ja, deswegen mache ich mal das Video auch mit Facecam dieses Mal, aus demselben Grund halt. Und im Hintergrund, glaube ich, seht ihr von Terraria, wie ich versucht habe, so eine kleine Burg oder so eine Festung oder sowas zu bauen. Einfach mal so komplett ohne Limitationen, einfach mal probiert zu bauen. Ich wollte mal schauen, ob mir das liegt überhaupt. Und ja, vielleicht kann ich öfter so Speedbuilds machen oder so. Weil ich öfter mal was baue oder so und das halt schnell im Hintergrund abspielen lasse oder so. Muss ich mal überlegen, vielleicht mache ich das mal, wenn das gut ankommt. Aber auf jeden Fall habe ich im letzten Video halt aufgerufen, dass ihr mir Fragen stellt mit dem Hashtag Frage an Wiesent. Und generell werden wir jetzt mal ein paar Fragen beantworten. So, ChaosFly06 fragt, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 18. Dann von Mr. Real Talk, Frage an Wiesent, wie bist du drauf gekommen, YouTube zu machen und hast du einen alten Kanal? Ja, die Sache mit YouTube war so, also ich erzähle jetzt mal, wie ich jetzt hier mal zu YouTube gekommen bin. Es war halt so, damals hat sich das rumgesprochen so, es war jetzt damals 2011 oder so. Und wir, also so ein paar Kollegen, kannten halt YouTube und so. Also wir fanden dann raus, dass es YouTube gibt und fanden dann raus, dass es Leute gibt, die halt Let's Plays auf YouTube machen und dachten uns halt, hey, das könnten wir doch auch machen oder so, nur weil wir halt am Anfang halt richtig schüchtern oder so. Und dann wurde das irgendwie so eine Art Mutprobe, weil, keine Ahnung, wir waren halt, keine Ahnung, 12, 13 oder so und ja, keine Ahnung, es war irgendwie schon ein bisschen Mutprobe halt, zum Beispiel ein Let's Play halt hochzuladen. Haben wir gesagt, ja, niemand traut sich jetzt ein Let's Play hochzuladen oder so, und ein Kollege hat gesagt, ja, er war bei einem Kollegen im Let's Play drin oder so, und das war richtig cool und hat dann nichts gesagt, aber war im Spiel drin und sowas, und jeder so, was, du hast denn ein YouTube-Video drin und so, richtig heftig. Und da wurde es halt so eine Art Mutprobe, dann hat einer gesagt, ja fix, ich mach das, mach auf jeden Fall, mache ich da so ein Let's Play. Und dann hat halt ein paar Leute zusammengetrommelt, unter anderem auch mich, und dann haben wir halt einen Kanal gegründet, wo wir halt zu dritt oder so Let's Plays halt gemacht haben. Das ist dann weitergegangen über mehrere Kanäle, und dann haben wir halt lange Zeit Let's Plays gemacht, 2012 oder so war das, für uns hat es halt keinen interessiert, aber es war halt echt nice. Dann wollten wir unseren Channel erweitern und halt neue Mitglieder halt dazu holen, damit wir ein richtig fettes Team haben und halt richtig viele Let's Plays rausballern können und so. Das wäre halt richtig cool gewesen. Nur eben, wenn es halt so viele Leute sind, dann gibt es halt oft ein bisschen Meinungsverschiedenheiten und so. Und dann haben wir halt gesagt, ja, wenn wir immer auf den anderen Leuten warten müssen und so, macht halt jeder einen eigenen Channel. Hat er den eigenen Channel gemacht und so. Ich habe halt meinen Recent-Kanal gemacht, 2013. Und ja, die anderen Leute haben dann nicht mehr weitergemacht, denn ich war der Einzige, der dann das Let's Play gemacht hat. Und wie es aussieht, war es eine gute Entscheidung, weil jetzt finden viele Leute diesen Kanal. Also ja, habe ich doch vor 4 Jahren doch eine gute Entscheidung gemacht. Ich hatte auch früher noch einen anderen Kanal, also vor Wiesent, so einen eigenen Kanal und so, wo ich halt irgendwie Trash-Videos und so hochgeladen habe. Und da habe ich halt generell so ein bisschen halt YouTube-Videos gemacht und so, aber da habe ich die halt nicht Let's Plays gemacht, sondern so generell kurze Videos über Minecraft oder halt so Videos, die halt geskriptet waren und geschnitten waren. Und da hat halt richtig so die Leidenschaft angefangen aufzublühen, so über YouTube halt. Also Videos auf YouTube zu machen und die halt zu schneiden und sowas. Und es ist ja das eigentlich, was heute meine Videos halt viel ausmacht, dass ich sie halt schneide. Oder halt wie ich die Videos schneide, ist ja auch so eine bestimmte Sache, die halt, glaube ich, bei meinem Kanal halt wirklich heraussteht. Und damals eben, als ich den anderen Kanal hatte, ist diese Leidenschaft richtig hervorgekommen, weil ich hatte vor dem ich YouTube-Videos gemacht habe, habe ich auch halt ganz normale Videos gemacht, nur so Home-Videos, und damals wusste ich nicht, dass YouTube existiert, und habe die einfach so gemacht, als in YouTube kam und die ganzen Let's Plays gemacht haben, haben wir gedacht, ja, cool, mir auch ein Videos, Let's Plays, geil, aber mir fehlt halt irgendwas und so, und dann, weil ich konnte die Videos nicht schneiden und es war einfach nur starten, spielen, ein bisschen was reden oder so, komplett schlecht natürlich, weil wir damals halt keine Pisser waren, und danach halt wieder Stopp drücken und dann hochladen und so, aber für mich, da fehlte irgendwas fühlte sich da nicht richtig an. Und dann eben durch den anderen Kanal, was ich hatte und wo ich halt ein paar Videos geschnitten habe, ist mir aufgefallen, ja, das ist so das, was ich halt wirklich gerne tun würde, so Videos schneiden und so. Diese Erfahrung habe ich dann versucht, in einen Recent-Kanal mit reinzunehmen, und das halt ist, glaube ich, bis heute geblieben, dass ich halt versucht, Videos zu schneiden. Und ja, Mark fragt, ob ich aus der Schweiz komme. Ja, vielleicht ein paar Leute, die schon länger dabei sind, werden das vielleicht wissen. Ich bekomme, oder habe halt damals früher, ziemlich oft die Kommentare bekommen, ob ich aus der Schweiz komme.
Also es war echt der häufigste Kommentar, kommst du aus der Schweiz? Und ich habe dann eben mal ein Video dazu gemacht, könnt ihr auch mal ansehen. Um das mal aufzuklären, ich komme nicht aus der Schweiz, ich komme aus Österreich. Immer interessant, dass so viele Leute denken, dass ich aus der Schweiz komme. Ich glaube, das liegt daran, dass ich oft nicht Österreich sage, sondern Österreich. Und ich glaube, an diesen Laut, glaube ich, kann man festmachen, dass ich halt nicht aus Deutschland komme. Aber eben, ich komme eben aus Österreich. Reo27 fragt, zockst du auch auf anderen Konsolen? Ich habe früher mal auf der PS3 gezockt, aber jetzt nicht mehr. Und er fragt auch, aus welchem Bundesland ich komme. Ich komme aus dem Bundesland Tirol in Österreich. Daniel und Jolo oder Yolo fragt, was ist dein Lieblingsspiel? Zurzeit ist es tatsächlich Terraria, wer könnte das denken? Aber das liegt auch daran, dass ich in letzter Zeit eigentlich nur noch Terraria spiele, eben wegen YouTube. Dann Milik fragt, wieso habe ich überhaupt mit YouTube angefangen? Eben, das habe ich ja vorher schon halb beantwortet. Also, zuerst war es halt ein bisschen eine Mutprobe und so. Also, wir fanden das halt ziemlich cool, das ganze Prinzip von Let's Plays halt. So zocken und mit Leuten reden und so. Fanden wir halt mega nice. Und dann war es am Anfang halt so eine Art Mutprobe und so. Man musste sich halt trauen, seine eigene Stimme oder irgendwas halt hochzuladen auf YouTube. Und uns wurde halt immer in der Kindheit eingefleischt, so, ja, nichts im Internet machen und so, das Internet ist böse. Deshalb war es halt schon für uns ein bisschen eine Mutprobe halt. Und also viele Leute werden jetzt denken, so was, Mutprobe, die sind nicht dabei. Wir müssen auch denken, dass wir eben aus Österreich sind und eigentlich reden wir ganz anders. Also wenn wir ganz normal reden, dann ist es wahrscheinlich nichts verstehen. Und ja, wir müssen halt unsere Stimme verstellen. Also das ist jetzt nicht meine normale Stimme, eigentlich habe ich einen Akzent. Oder eigentlich habe ich halt einen Dialekt. Und es ist halt nicht so einfach, viele Leute, die halt einen Dialekt haben, versuchen Hochdeutsch zu reden. Wenn sie das zum ersten Mal versuchen, das klingt ja komplett scheiße. Das war halt für uns auch eine Challenge, vor allem am Anfang. Das war echt nicht leicht, Hochdeutsch zu reden. Das ist echt nicht so einfach. Und eben deswegen, das spielt halt alles damit zusammen, dass halt am Anfang eine Mutprobe war. Aber dann später eben, als ich dann gemerkt habe, wie nice das ist, habe ich halt das weitergemacht. Aber dann ist mir eben aufgefallen, dass was gefehlt hat und habe dann angefangen, Videos zu schneiden. Und eben das, was dann halt geblieben ist, war die Leidenschaft über YouTube und deshalb mache ich das halt weiter jetzt. The Beast fragt, habt ihr schon eine Idee für ein Projekt nach der Tremor Mod? Wenn Terraria Otherworld rauskommt, werden wir auf jeden Fall Terraria Otherworld machen. Also wenn vielleicht das Tremor Let's Play vorbei ist, dann könnten wir vielleicht auch ein Mod Let's Play mit der Calamity Mod machen oder so. Ich glaube, voll viele Leute haben uns halt vorgeschlagen, dass wir das mal machen sollten oder so. Aber ich weiß nicht, ob wir dann zwei Mod Let's Plays hintereinander haben wollen. Also ja, keine Ahnung. Sonst haben wir noch keine wirkliche Projektidee. Aber wir hatten auch, während wir das ganze Terraria Let's Play machten, hatten wir auch noch keine Idee, was als nächstes kommen wird. Und haben das einfach am Ende ganz schnell eine Abstimmung gemacht und so. Und Leute haben abgestimmt, haben gesagt, wir sollen mal eine Mod ausprobieren. Wir haben einfach die erste Mod genommen und dadurch ist das Tremor Let's Play entstanden. Also würde ich sagen, dass wir schon irgendwie flexibel sein können dabei. Also ja, wir haben bis jetzt noch nichts anderes geplant, außer vielleicht Otherworld, wenn es mal rauskommt. Wenn ihr nicht wisst, was Terraria Otherworld ist, dann könnt ihr euch mal ein Video dazu ansehen, was ich dazu gemacht habe. Brezel28 fragt, welche neue Dinge möchtest du in der Terraria-Version 1.3.6? Ich würde mal hoffen, dass sie auch noch das Schneebiom ein bisschen überarbeiten und da halt vielleicht noch ein Event reinmachen oder neue Gegner oder irgendwas halt Neues, wie ähnlich wie das Wüsten-Update 1.3.3. Sowas halt für das Eisbiom, das wäre halt ziemlich geil und ja, das wäre echt nice, wenn sie sowas machen würden. Big Dislike fragt, was hast du eigentlich für einen PC? Ja, meinen PC habe ich selbst zusammengebaut. Also ich habe mir halt selbst die Teile rausgesucht und so und damit spart man sich halt ein bisschen Geld. Man braucht ein bisschen Know-how, also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ihr jetzt einfach so einen billigen PC zusammenstellen könnt. Also ihr müsst halt schon darauf achten, was miteinander kompatibel ist. Aber wenn ihr halt Ahnung habt, dann ist das kein Problem. Ja, also alle Teile, was ich halt habe, wie zum Beispiel, da ist auch eine nächste Frage, welche Grafikkarte habe und so, habe ich ein Dokument in der Beschreibung, könnt ihr euch ansehen und da ist alles verlinkt und so, weil das alles aufzuzählen wäre jetzt ein bisschen, keine Ahnung, wäre jetzt zu lang. Und die Liste ist auch aktueller, das heißt, wenn ihr das Video in 2 Monaten das ansieht und ich irgendwas anderes habe oder so, dann ist da aktuell drin. Und das Video wäre dann veraltet, wenn ich das sagen würde, was ich jetzt für Teile in meinem PC eingebaut habe. Pokeminer fragt, was halte ich von Pokémon? Ja, finde ich eigentlich ganz cool, vor allem früher war das halt ziemlich geil. Aber jetzt, keine Ahnung, finde ich es ein bisschen, für mich jetzt persönlich ein bisschen zu kindisch, weil es ist halt doch ein bisschen kindisch. Aber ich verbinde halt gute Erinnerungen mit Pokémon, also ist ganz cool. Xblast003 fragt, Frage an Recent, wie war deine Schulzeit so? Ja, würde ich sagen, ist eigentlich ganz gut gegangen. Killer Bros und ich glaube noch ein paar andere haben gefragt, wie ich zu Terraria gekommen bin. Das war eigentlich auch ganz interessant. Ja, es war eigentlich so, dass wir damals bei einem alten Kanal, was wir hatten, den Let's Play Kanal, da waren wir halt zu dritt
Und da haben wir halt so ein Minecraft Hunger Games Projekt gemacht. Und der Gewinner von dem Projekt, also da haben wir halt andere Leute eingeladen oder so, einfach wahllose Zuschauer oder so. Und der Gewinner von dem bekam dann Terraria geschenkt. So. Und wir dachten halt so, ja, okay, woher bekommen wir das Geld, dass wir halt eben Terraria schenken können und so. Also der Grund, warum wir ihm Terraria geschenkt haben, war, weil bei Steam gab es so ein Bundle-Paket. Man bekam 4-mal Terraria für den Preis von 3-mal. Und da wir zu dritt waren, und dann hätte sich jeder halt das Spiel gekauft. Und wir hätten eine Kopie extra bekommen, die wir halt dann weitergegeben haben. Haben wir halt das Spiel gekauft, dem einen Typen, den Gewinner halt, das die eine übrig gebliebene Kopie gegeben. Und wir hatten halt alle... Und dann hatten wir halt alle Terraria und haben dann halt angefangen, Terraria zu Let's Playen. Das heißt, auf diesem Kanal, das ist nicht mein erstes Terraria-Let's Play. Und ja, also damals, das war 2012 oder so, also vor 5 Jahren, da haben wir halt Terraria-Let's Plays halt auch gemacht. Sie wären halt online noch, irgendwo, auf YouTube. Keiner weiß, wo sie sind. Aber das werde ich auch, glaube ich, gar nicht verlinken. Das sind richtig scheiße. Das war auch ganz interessant, weil die anderen Leute haben gesagt, ja, kauf dir einfach Terraria, das ist richtig geil und wir Let's Playen das. Und ich so, okay, geht klar. Und ich habe damals auch nichts gewusst über Terraria. Das heißt, als ich Terraria zum ersten Mal reingegangen bin, war ich halt das erste Mal, dass ich Terraria gesehen habe. Ich habe mir keinen einzigen Trailer und so angesehen. Ich kam überhaupt nicht klar, weil ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert und so, wie man Bäume abbaut und so. Und ja, es war auf jeden Fall aber ziemlich witzig. Und da Simplex selber früher halt auch immer Terraria gespielt hat, und ich glaube noch bevor ich das Terraria-Let's Play gemacht habe, hat Simplex auch schon Terraria gespielt. Dann haben wir lange Zeit halt nicht mehr Terraria gespielt, sondern nur noch eben Minecraft und so. Und dann sind wir halt wieder zurückgekommen, so 2015 war das dann. Da hatte ich auch wieder Recent-Kanal und so. Ist uns halt aufgefallen, ja, ey, es gibt ja noch Terraria. Und das ist eigentlich ein ziemlich geiles Spiel. Und dann Let's Playen wir das mal. Und dann haben wir ein Let's Play gestartet, das hat sich aber keiner interessiert. Und ich habe alle meine Minecraft-Zuschauer verloren, weil ich nur noch Terraria gemacht habe. Dann habe ich halt viele Zuschauer verloren und so, was halt nicht so gut war. Dann war halt eine Zeit lang halt ziemlich Funkstille so bei YouTube und so, also war nicht mehr so gut. Also viele, ich hatte zwar nicht so wenig Abonnenten, aber halt die Klicks waren für die Abonnentenanzahl nicht so wirklich gut. Und in der, ja, und dann war das halt, haben wir das Terraria-Display pausiert eine lange Zeit. Ich habe da dann das Terrablade-Video hochgeladen und so, das war eigentlich zuerst dafür gedacht, dass sie als halt das Promotion und so, damit andere Leute halt auf meinen Kanal aufmerksam werden. Habe ich halt das Terraria Terrorblade-Video gemacht und so, um das Let's Play halt zu pushen, aber zu diesem Zeitpunkt war das Let's Play dann schon pausiert. Und da habe ich halt Minecraft gemacht, ab und zu, nicht so wirklich aktiv halt YouTube. Und dann habe ich halt gemerkt, dass immer neue Leute, immer noch mehr Zuschauer dazu kommen und so. Ich frage mich so, hä? Wieso kommen so viele Zuschauer dazu, aber wieso schauen sie meine Videos nicht? Weil ich habe nur Minecraft-Videos gemacht. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass die ganzen Leute wegen dem Terrorblade-Video abonniert haben und gehofft haben, dass irgendwann das Terraria-Let's Play weitergeht. Als mir das klar geworden ist, dass voll viele Leute das Terraria-Let's Play gucken wollten, habe ich halt ziemlich gefragt, ja, machen wir das Terraria-Let's Play weiter? Er so, ja, passt. Haben wir das Terraria-Let's Play weitergemacht und dann vor allem, bam, war eine Terraria-Fanbase da. Und dann haben wir Terraria-Let's Play und auf einmal kamen immer neue Leute dazu und es ist einfach richtig abgegangen seit diesem Zeitpunkt. Ich hatte das Terraria-Let's Play gemacht, dann ein Jahr Pause gemacht und in dieser Zeit haben sich die ganzen Terraria, also auf meinem Kanal eine richtige Terraria-Community aufgemacht. Und ich habe das ganze Zeit nicht gecheckt und dann, als ich das gecheckt habe, habe ich dann halt weitergemacht. Und bam, einfach mal. Haben dann die ganzen Leute Terraria gefeiert, sind immer mehr Leute dazugekommen und so, ja, ist es dann dazu gekommen, dass ich jetzt fast nur noch Terraria mache. Ich hätte dann Terraria nicht angefangen, nur weil jetzt Terraria-Abonnenten da sind, sondern ich dachte mir halt, Terraria war halt immer schon ein geiles Projekt, nur habe ich es dann halt pausiert lassen. Nun wollte ich es halt eigentlich nicht mehr fortsetzen, weil eben das halt keinen interessiert hat und so. Aber als ich dann gemerkt habe, dass die Community da ist, dachte ich mir, okay, gut, mache ich weiter oder machen wir halt weiter. Und das war eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Entscheidung. XFameCraftLPX fragt, wie lange machst du noch YouTube? Das kann ich jetzt echt noch nicht sagen. Ich versuche es so lange wie möglich zu machen. Es ist auf jeden Fall ziemlich cool, auf jeden Fall. Auch wenn so viele neue Leute dazugekommen, das motiviert ungeheim. Auch eure ganzen Kommentare und so. Und ich würde am liebsten einfach nur noch 24/7 YouTube-Videos machen, aber das geht leider nicht. Aber es wäre ziemlich cool. Also ich werde versuchen, das so lange wie möglich noch zu machen. Jemand, dessen Namen ich jetzt gerade nicht aussprechen will, fragt, ob ich mal ein Community-Projekt mache. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool, nur müsste ich halt irgendwie dafür sorgen, dass ich halt einen Terraria-Server zum Laufen bringe. Also zum Laufen bringen wäre jetzt kein Problem, nur kostet halt jedes monatlich was und damit ich halt, also damit der Server halt gut läuft und damit genug Leute halt drauf connecten können, also man muss ja viele Slots zahlen. Das heißt, wenn ich jetzt nur 10 Slots hätte oder so, dann würde das gar nicht mal so wenig Geld kosten. Aber wenn nur 10 Leute maximal auf dem Server sein können, wäre es halt auch ziemlich blöd. Also, vielleicht mache ich das mal, dass ich bei Nitrado eine Partnerschaft anfrage und wenn das dann gut geht, vielleicht lässt sich daraus machen. Aber ein Community-Projekt wäre echt ziemlich cool. So ein Community-Server, das wäre mega cool. Aber ja,
So, ich glaube, ich habe dann die meisten Fragen noch so beantwortet. Danke nochmal für die ganzen Fragen und danke natürlich an euch alle für 3000 Abonnenten. Oder danke an 3000 Abonnenten. Ich weiß, es sind nicht alle aktiv und so, also das ist mir schon bewusst. Aber was mir auch bewusst ist, ist, dass, was es eigentlich heißt, Abonnent zu sein. Also viele Leute sagen ja, dass es halt nur eine Zahl ist, aber ich denke mir so, was, what the fuck, wie kann man denken, dass Abonnenten nur eine Zahl sind? Jeder Abonnent ist ein Mensch, der sich dafür entschieden hat, meinen Content weiter anzusehen. Und ich denke mir, ach, wie cool das ist bei jedem Einzelnen. Also 3100 Abonnenten, das heißt, dass 3100 Leute unabhängig voneinander gesagt haben, hey, der macht coole Videos, ich will mehr Videos von dem sehen. Und das ist das, was es halt heißt, wenn jemand meinen Kanal abonniert hat. In den meisten Fällen heißt das halt das. Und das ist eben das, was mich halt im Hinterkopf habe, wenn ich die Abonnentenzahl höre. Und dann weiß ich halt auch, dass eben nicht alle aktiv sind, aber ich weiß halt, dass sich jetzt auf jeden Fall 3100 Mal mindestens, sogar mehr, weil ein paar Leute wieder deabonniert haben natürlich, aber mehr als 3000 Leute haben auf jeden Fall sich gedacht, hey, der macht coole Videos, ich will mehr Videos von dem sehen. Und das ist das Coole, was ich dabei finde. Und auf jeden Fall, ja, das ist einfach unglaublich. Ich habe gerade das heftigste Wachstum auf YouTube seit immer, seit den ganzen 3,5 Jahren, seitdem ich halt auf diesem Kanal YouTube mache und generell, seitdem ich halt YouTube mache, also vorher hat es doch niemals so einen heftigen Wachstum gegeben wie jetzt. Ich habe auf jeden Fall vieles, vieles vor und es wird mega cool, wenn das alles hinhaut, aber ich kann es ja nicht versprechen. Auf jeden Fall könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Facecam haltet, ob ich sowas öfter machen soll. Also Facecam ist, dass ihr meist gerade mein Gesicht seht, falls ihr das nicht kennt. Facecam, Gesichtskamera halt, ja. Und auf jeden Fall, ja, dann glaube ich, war's das wieder mit diesem Video. Danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.